Willkommen in der Internationalen Jugendbibliothek in Schloss Blutenburg in München. Mein Name ist Christiane Rabe, ich bin die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek. Die Internationale Jugendbibliothek ist weltweit die größte und bedeutendste Bibliothek ihrer Art, spezialisiert auf das Sammeln von internationaler Kinder- und Jugendliteratur. Wir führen das White Ravens Festival seit 2010 alle zwei Jahre durch. Es findet an dem zentralen Ort hier in der Blutenburg statt. Gleichzeitig, und das ist das Besondere sicher an diesem Festival, wollen wir auch in die Region hinausstrahlen, sodass wir in ganz Bayern mit dem Festival unterwegs sind. Also wir sind immer unheimlich froh, dass wir unter unseren White Ravens Festival Autoren wirklich auch ganz bekannte Namen haben, wie beispielsweise in diesem Jahr Kirsten Boje oder wir hatten Paul Marder. Also wirklich Autoren, die man hier kennt, die Kinder lieben, die aber wiederum zusammenbringen mit Autoren, die unter Umständen in ihrem Land übrigens wirklich auch sehr, sehr erfolgreich sind, die man aber hier in Deutschland bis jetzt nicht kennt und oder viel zu wenig kennt und von denen wir meinen, dass sie wirklich entdeckt werden müssen. Und wir können immer wieder feststellen, dass wir zum Beispiel einen Autorin oder eine Autorin einladen zum Festival und plötzlich ein halbes Jahr später sind die für wichtigste Preise nominiert oder bekommen diese Preise auch. Hi, my name is Melek Ortabasi. I'm an associate professor and director of the World Literature Program. So I really like coming during the White Ravens Festival. This is my second one, actually, because all of the authors I study are dead. So it's a lot of fun to actually meet the authors. Und es ist wirklich so, dass es weiße Raben gibt, denn die Bücher, die vorgestellt werden, sind vielleicht auch in meinem Heimatland nicht so bekannt. Und das ist für mich sehr wichtig, weil ich manchmal auch die Autoren, die ich kennenlerne, hier auf dem Festival nach Italien bringe. Hallo, ich bin Andrea Kleidmann. Ich bin Übersetzerin aus dem Niederländischen ins Deutsche. Und ich finde es total wichtig und was ganz Besonderes, Schulkinder zu sehen, Leser zu sehen, zu treffen und zu hören, ja, wie die Kinder reagieren, welche Fragen die stellen. Und ja, dieses Festival hier auch in dieser tollen Bibliothek macht einfach ungeheuer viel Spaß. Hallo, ich bin Anke Thiemann, ich bin Lektorin bei DTV Junior und ich habe das Buch Kükensommer von der Anna Wolz bei uns ins Programm genommen und ich freue mich total, dass die Anna Wolz zum White Ravens Festival eingeladen ist. Zum einen, weil die deutschen Kinder sie so auch persönlich kennenlernen können, zum anderen, weil es mir auch nochmal zeigt, was für ein tolles Buch wir da im Programm haben. Goedendag, ik ben Twan Derks, ik kom uit de Nederlanden, uit Amsterdam en ik heb zo veel nieuwe Autoren begegnet, von dem ich jetzt auch viel gelesen habe, auch Vorschläge gemacht habe zum Übersetzung auf Holländisch und so. Mein Name ist Johannes Kapfer, ich bin vom Goethe-Institut. Ich bin hier mit einem Lehrerseminar, ausländische Deutschlehrer sind das. Ganz besonders war Dorit Linke mit Jenseits der blauen Grenze ein Ereignis für uns. Auch für die Lehrer, weil sie nicht gewohnt sind, Gebärdensprache zum Beispiel da parallel sehen zu können während der Lesung. Hi, I'm Paul Stewart. I'm English and I've been writing children's books now for 25, perhaps a little bit longer, 25 years. And what's been so lovely here at the White Raven Festival is meeting writers from other parts of the world. I had a fascinating conversation yesterday with a writer from Russia and another one from Portugal, and it's really been good meeting up with international writers from around, well, international, around the world. Yeah. Isn't tautology wonderful? I think what is amazing about the White Raven Festival is to connect you with readers. You really want to go to readings and engage with them, with people who are your audience. Sonst ist man als Autor ja auf den Lesereisen mehr oder weniger allein. Hier habe ich Daria kennengelernt, Dorit, Sabine, und dann redet man über Bücher, über Publikum, die Sachen, die einen freuen und die einen ärgern, und kriegt mal mit, was die anderen so machen. Und wir haben uns auch gegenseitig zugehört, die Autorinnen und Autoren, und uns auch gegenseitig die Bücher abgekauft. Welch
Welchem literarischen Helden wollen Sie auf keinen Fall persönlich über den Weg laufen? Ich wusste es. Ich wusste, dass es eine Frage ist, die man nur nach langem Germanistikstudium beantwortet. Und die Blutenburg schafft es, dass tatsächlich ganz viele Leute von Verlagen hier sind, miteinander reden. Und das ist nicht typisch. Ich finde es einfach zu toll, weil wir lesen diese Bücher immer nur in der Übersetzung. Und auf einmal hören wir diese ganz wunderbaren, absurden, fremden, überhaupt nicht nachvollziehbaren Sprachen aus kleinen Ländern. Das große Familienfest fand am Sonntag statt. Und dort konnten alle Kinderbuchautorinnen und Autoren erlebt werden, die im Festzelt im Dreiviertelstundentakt lasen. Und der große Gefährliche trug sie sicher und mit ruhigem Flügelschlag über Wälder, Wälder und Wiesen. Darüber hinaus gab es ein weißes Sofa, auf dem sämtliche Autoren im Viertelstundentakt in kurzen Interviews über sich und über ihre Arbeit erzählten. Dann gab es natürlich Mitmachstationen, es konnte gebastelt werden, weiße Raben konnten gefaltet werden, sodass man sich wirklich den ganzen Tag hier mit Literatur beschäftigen und aufhalten konnte. Es war ganz interessant, weil die Buchautorin konnte auch kein Deutsch und dann musste es immer übersetzt werden. Und sie hat noch Fragen beantwortet und die mussten auch immer übersetzt werden. Direkt nach der Lesung von der Kirsten Boje mit ihrem kleinen Ritter Tränk haben wir jetzt eine ganze Landschaft zu der Geschichte und zum Mittelalter gemacht. Und es waren einfach ganz viele Kinder am Kommen und Gehen. Man könnte es überhaupt nicht zählen. Hier wohnt der kleine Ritter Tränk. Und da ist er und mit seinem Schwein. Also das Festival besteht ja daraus, dass man heute vor Publikum liest und dann gehen wir ein bisschen auf Reisen und lernen andere Städte in Schwaben, Franken und Bayern kennen. So stelle ich mir das vor. Auch Schloss Neuschwanstein ist auf dem Programm, aber da liest man nicht, sondern besucht das Schloss. Und es ist tatsächlich so, dass dann alle Autoren, die hier zentral eingeflogen sind, plötzlich ausschwirren und dort in großen und kleinen Städten in Bibliotheken, in Schulen, in Freilichtmuseen, in Volkshochschulen, auf Marktplätzen, wo immer man sich es vorstellen kann, zu lesen. Und am Ende kommen sie alle wieder zurück. Wir sind in einem Flächenstaat unterwegs und es ist bemerkenswert, an wie vielen Standorten, auch ungewöhnlichen Standorten, sich junge Menschen mit Lesen auseinandersetzen. Wir sehen die Möglichkeiten, Autoren, auch unbekannte Autoren, mit jungen Menschen zusammenzubringen. Und wir sehen, dass Lesen weit über den Umgriff, der im normalen schulischen Geschehen vermittelbar ist, hier erfahrbar wird, unmittelbar für die jungen Menschen. Es ist so, dass meine Kolleginnen und ich, wir im Team, uns überlegen, was für ein Programm wir auf den Weg bringen, wen wir einladen wollen, wer uns überzeugt. Das heißt, es ist wirklich eine Gemeinschaftsarbeit und uns ist sehr, sehr wichtig, dass dieses Festival auch wirklich als ein Projekt gesehen wird, das von der Internationalen Jugendbibliothek, also von dem ganzen Team, entwickelt und getragen wird. Mein Name ist Tanja Leute. Ich bin hier in der IJB für die Veranstaltungsplanung zuständig. Wir freuen uns, dass immer so viele Schulklassen zu uns kommen. Das Besondere ist, dass es immer ganz viele kreative Beiträge gibt, also von Filmtrailern oder Theaterstücken, die vorgeführt werden. Und das sind sehr besondere Momente, wenn die Kinder und Jugendlichen das den Autoren dann vorführen, ganz stolz. Ich denke, dass in die Internationale Jugendbibliothek das Allerwichtigste ist, dass es Autoren und Leser gibt aus dem ganzen Welt. Und ich komme hier sehr, sehr gerne. Hier für viele ist es auch was deswegen etwas Besonderes, weil es sowas wie eine Jugendbibliothek überhaupt nicht im Heimatland gibt.
und für die interkulturelle Information und den interkulturellen Austausch ist der Aufenthalt hier, so kurz er auch ist, vielleicht ein Ereignis, was über das ganze Leben hin eine Rolle spielen wird. Vielen Dank.